Was Ja, hast du? Jetzt habe ich die Aufnahme gestartet. Genau. Jetzt hast du die Aufnahme gestartet. Dann können wir das gleich jetzt, wenn du das magst, eventuell reinstellen mit dem Geschwätz von den Leuten. Ja. Das ist also, ursprünglich ist ja der Chat da gewesen, um sich gegenseitig geistig zu bereichern. Genau. Es schlägt halt immer wieder einer über die Stränge. Jetzt ist, bleiben das ausgedachte Figuren. Das muss einem bewusst sein. Das heißt also, wenn das Ego in einem findet, wenn man sich richtig, die werden leiden bis in alle Ewigkeit, wenn die ihren eigenen Geist im Hintergrund haben, wenn es nicht bloß ein KI ist. Ja. Das kann man einmal begreifen, es geht letzten Endes nur um dich. Der mich jetzt sprechen hört. Das ist der große Unterschied von dem, was der Brüssel Uder, das Pickelmännchen, euch jetzt erzählt, im Vergleich zu allen anderen. Die können noch so viel Gurus sein und von aufgestiegenen Meistern reden. Die machen sich alle zu was Wichtigem. Gedanken sind zwar wichtig in Bezug auf kleine Einzelteile, Puzzlestücke vom Heiligen Ganzen. Mhm. Jeder Gedanke, den du denkst, ist eine kleine Facette vom Heiligen Ganzen. In einer Personifizierung ist es sowas von unwichtig. Ich habe das so erklärt, solange man sich zu wichtig nimmt. Und es geht um gegenseitiges Bereichern. Wieso ich jetzt raus bin als Udo mit dem Udo-Programm, hat nichts damit zu tun, dass ich was ablehne. Ich sage immer wieder, du musst ja nicht draufklicken. Aber das ist wie so eine Sucht. Da gibt es so einen schönen Tierfilm, fällt mir gerade ein hier, wo eine Schlange unter einem Stein liegt, und da auf ich hebe den Stein hoch, erschrickt, zieht die Schlange, erschrickt, rennt weg. Und dann geht er wieder hin, hebt den Stein wieder hoch, sieht die Schlange wieder, erschrickt, geht wieder weg und es wiederholt sich ständig. Und ähnlich ist es mit dem Chat, dass ich sage, du musst ja nicht reinschauen. Genau. Aber man schaut dann doch immer wieder nach, ob was ist. Könnte ja was Wichtiges drin sein. Ja. Wieso ich rausgegangen bin, ist nicht, es gibt immer zwei Möglichkeiten. Du kannst rausgehen oder du kannst drin bleiben. Da musst du dich aber fragen, wieso. Ja. Du kannst prinzipiell zu was Nein sagen, aber du sollst es deswegen nicht ablehnen. Mhm. Ganz wichtig, dass man das begreift. Das ist früher schon mal das Thema gewesen, wenn man einen Job hat und man schmeißt den Job hin. Du kannst da kündigen. Ja. Aber du musst dich immer wieder fragen, wieso. Es gibt eine Möglichkeit, zu etwas Nein zu sagen, ohne dass man das als Ding an sich ablehnt. Mhm. Wenn du zusammen sitzt, meinetwegen, und du bietest mir nach dem Essen einen Schnaps an und ich sage, nein, danke, da ist mir jetzt nicht danach, lehne ich prinzipiell nicht einmal ein Schnäpschen ab. Aber wenn es mir jetzt im Moment nicht danach ist, kann ich doch sagen, nein. Genau. Mhm. Mir bietet jetzt eine Zigarre an, habe ich früher mal gern geraucht, gibt mir überhaupt nichts mehr, dann sage ich, nein, danke, ich lehne aber prinzipiell die Zigarre nicht ab. Ja, ja. Genauso musst du umgehen mit dem Chat. Das heißt, gehe ich raus, weil ich mich aufrege, weil es mich ankotzt, dann hast du nur ein Problem. Wo ich als rausgegangen bin, kann ich ganz einfach erklären, wenn ich am Computer sitze und arbeite, du gibst zwei Möglichkeiten. Jedes Mal, wenn der ein Geschwätz reinschreibt, kriege ich unten eine Meldung aus Skype. Mhm. Wenn irgendeiner Geschwätz reinschreibt. Und das ist also lästig. Jetzt gibt es natürlich die Möglichkeit, dass ich das ausschalten tue. Dann, wenn ich aber wichtige Meldungen kriege, die ich jetzt als wichtig betrachte, kriege ich das nicht mit. Wenn ich jetzt zum Beispiel arbeite und ihr skypt mich in einem gewissen Maß, ihr schickt mir was Wichtiges, ich sage jetzt einfach mal wichtig, was ist auch immer wichtig, ich muss das ja irgendwie in Worte fassen. Ja. Dann kriege ich es nicht mit. Also bin ich rausgegangen, weil das Geschwätz interessiert mich nicht und dann kriege ich wirklich bloß die Nachrichten, die wichtig sind. Genau. Das war meine Motivation als Udo, wieso ich rausgegangen bin. Ansonsten kann man das letzten Endes einfach ignorieren. Genau. Das ist halt immer wieder so eine Sache, dass es immer zwei, dass es mal unsere zwei Seiten gibt. Es gibt ja geistreiche Analysen, da hat jetzt Lutz was Schönes reingestellt mit seinem Herzinfarkt. Mhm. Seine Erfahrung mit einem Arzt. Da kann man andere partizipieren lassen oder man kann etwas eigenes Leid ausufern ohne Ende, was irgendwann einmal dann so auf den Keks geht. Das klingt jetzt schon wieder so negativ, aber da muss man verstanden haben, ich betone doch immer wieder, dass ich nichts kritisiere. Ja. Kritik ist immer der Vergleich mit einem einseitigen Ideal, sondern ich beschreibe. Mhm. Kunst etwas wertfrei zu sehen, das ist das, was man sich aneignen muss. Und man sieht einfach, das ist, wenn einer hier tonnenweise plus Videos reinstellt, dann kann er gleich sagen, schaut bei YouTube nach und gibt den YouTube-Link weiter. Wobei übrigens ein Großteil der Videos, wo er reingestellt hat, die letzten 20 Jahren, die Älteren fast alle in Updates schon drin waren, plus dann immer mit einem Kommentar dazu. Mhm.
Es ist also ein, einen gewissen Maß sich nicht reinversetzen können in andere Leute. Ja. Mhm. Weißt du, wenn ich, wir hatten ja den Run erst früher, das ist immer wieder so eine Phase, den Run, wenn ich 2 Tage in den Computer nicht eingeschaltet habe und ich muss mich durch 800 zur Chat-Nachricht durchscrollen, wobei über 700 vom Ron waren, mit nur leeren Geschwätz, nichtssagenden Geschwätz. Das ist auch immer wieder, oder hier bei dem Ugo war es dann noch natürlich ein wenig krasser, wo er sagt, ich werde den Chat zerstören, oder wenn, dann werf mich doch raus. So ein aggressives Verhalten ist eine so eine primitive Psyche, die er sich natürlich nicht raussuchen konnte, vorausgesetzt, da wäre jetzt ein Geist im Hintergrund. Ja. Jetzt kommt aber das große Problem, es gibt bloß einen einzigen Geist. Mhm. Auch das sind alles Facetten von dir. Das ist das kleine Kind, das nach Hilfe schreit, aber das so klein ist, dem man nicht helfen kann. Das ist wie ein Kind, das glattweiß in einer vollgeschissenen Winkel liegt. Man kann das in einem gewissen Maß sauber machen, aber sauber werden muss es selbst. Ja. Mhm. Das ist das, was viele nicht begriffen haben, dass du niemals auf einer geistigen Ebene Hilfe von anderen erwarten kannst, aber in gewissen Bereichen musst du das wirklich selber machen. Ja. Darum ist es sehr wichtig, dass man die Konzentration legt auf diese ganz einfachen Sätze, die ich euch gebetsmannhaft mitteile. Und ich kann es nicht oft genug betonen, wenn du meinst, du hast es nicht mehr nötig, weil du schon weiter bist, bist du schon wieder negativ. Es ist eine Angst. Holofeeling, die einzige Gefahr in Holofeeling ist, dass wenn du begreifst, um was es eigentlich geht, nämlich um dich selbst. Ja. Das, was du bist. Das wird verhindert, das zu erkennen, was du bist, durch das Ego. Ja. Das sich immer wieder auf diese Ebene des Egos holt. Gerne. Mhm. Dieses Wertesystem, das einseitig ist. Mhm. Darum immer dran denken, wenn du wissen willst, was du bist, und das ist hundertprozentig sicher, du bist immer. Mhm. Du bist dein jetziges, ausgedachtes Leben, wenn du ein Zeitfenster aufmachst, immer dasselbe Geistesfunk gewesen. Er hat sich auch nicht verändert, egal wie alt du jetzt zu sein glaubst, in deiner Personifizierung. Der, der das eben erlebt, der Leser, wie ich das nenne, ist in einer anderen Ebene. Ja. Und das bleibt was Intimes. Du wirst es niemals einen Gedanken von dir erklären können. Darum ist all das esoterische und religiöse Geschwätz des blinden Glauben erfordert. Wo ich zum Beispiel als Uro merke, wenn ich immer in der Esoterik höre, die Schwingungen. Ich sage, ihr wisst nicht einmal, was eine Schwingung ist. Sobald der normale Mensch, aber religiös oder naturwissenschaftlich ist, an eine Schwingung denkt, denkt er schon wieder an ein raumzeitliches Phänomen. Mhm. So wie ich definiere, so wie ich Schwingung definiere, ist es was ganz was anderes. Es ist ein absolut statisches Phänomen, arithmetisch betrachtet. Mhm. Mhm. Klingt jetzt komplizierter, wie es ist. Das ist halt die Schwierigkeit wie mit allen Sachen, in dem Moment, wo man was verstanden hat, sobald es installiert ist, ist es das Selbstverständlichste der Welt. Genau so ist. Da wirst du merken, dass wenn der Ansatz der Naturwissenschaft in dir wirkt, gehst du schon in die Irre, und ich kritisiere ja das jetzt nicht, ich beschreibe schlichtweg und einfach. Ich habe so ein schönes Büchchen jetzt, ich mache mal nicht aus das Buch heraus, vor Oliver Sacks, den habe ich oft, Psychologe, den habe ich oft erwähnt. Jetzt als Figur, die wir uns jetzt ausdenken. Ja. Der hat so Fallbeispiele in der Neurologie, Psychiatrie. Da gibt es zum Beispiel so eine Stelle, der Mann, der seinen Hut mit seiner Frau verwechselte. Die sind vollkommen normal, und dann setzt im Gehirn was aus, das wird erforscht, der ist vollkommen normal, und dann hat er plötzlich solche Aussetzer. Und das wäre jetzt Gehirnforschung und Neurologie, die man studieren müsste. Und ich betone ja immer wieder, jedes Fachgebiet ist wichtig. Das Problem ist jedes Mal die raumzeitliche Interpretation. Ja. Wäre sehr interessant, euch da mal eine Seite vorzulesen. Das auch bei dem Oliver Sacks, es ist, im Anfang war das Gehirn. Mhm. Ist es so schwer zu verstehen, dass kein Gehirn existiert, wenn du Geist nicht an ein Gehirn denkst. Ja. Dass ich immer wieder sage, solange du nicht begriffen hast, was der Unterschied ist zwischen einem Sein, rot geschrieben, und einer Existenz, die aus dem Sein entspringt. Mhm. Es ist das Prinzip wie eine Datei, wo Bilder entspringen, die gar nicht aus der Datei herausgehoben werden. Es ist ein Herausprojizieren in einem gewissen Maß, ein Herausrechnen, ein sich ausdenken, herausdenken aus sich selbst. Egal an was du denkst es immer aus dir selbst heraus.
Darum ist es so eine wunderschöne Metapher mit dem träumenden Geist. Mhm, und ich kann immer wieder nur darauf hinweisen, diese drei Grundsachen, dass ich einmal sage, du bist ein träumender Geist, das ist die einfachste Metapher. Das zweite, du setzt dich als Computer, dann kann man diese Hierarchie schön sehen, die in einem gewissen Maß dem Bücherregal entspringt. Mhm. Die Seite, die ich anschaue, ist das auf dem Bildschirm. Mhm. Das, was ich nicht anschaue, ist im Arbeitsspeicher. Und die Bücher, an die ich jetzt gar nicht denke, die sind auf der Festplatte. Ja. Das ist eine transversale Ebene. Und da ist immer im Meer alles gleichzeitig da. Man muss diese Raumzeitigkeit überwunden haben. Dann gibt es auch keine Angst. Das ist jetzt mit der Lutz-Geschichte zum Beispiel. Eine vollkommen normale Ego-Reaktion, die vollkommen in Ordnung ist, weil ein Beobachter da, wer hat es beobachtet? Sie haben immer wieder, wenn ich sage, gehe ich jetzt zum Arzt oder nicht zum Arzt, die Frage stellt sich für dich gar nicht, wenn du den Film laufen lässt. Du musst der werden, der beobachtet, wie du darauf reagierst. Ach, der Arzt kann mir ja sowieso nicht helfen. Was hundertprozentig sicher ist, dass dieser Körper sich auflösen wird. Mhm. Kein Arzt der Welt, den du dir jetzt ausdenkst, wird das verhindern können. Normal gedacht. Bloß was die nicht begreifen, dass der sich schon auflöst, wenn du nicht dran denkst. Ich sage immer wieder, das kriegst du gar nicht mit. Weil du halt immer wieder bloß mitkriegst, wenn was Neues auftaucht. Das kann man schön beschreiben mit der 200 Gramm rote Gnede. Genau. Dass ich sage, du hast jetzt einen Gedanken, wir machen das einmal, das wäre ein Bild. Mhm. Plötzlich taucht ein neuer Gedanke in dir auf. Das wäre der nächste Gedanke und jetzt kannst du dich erinnern, was du vorher gedacht hast. Der ist aber nicht vorher gewesen, sondern der ist jetzt genau im Hintergrund. Den denkst du nämlich im selben Moment, wo du das neue Bild anschaust. Ja. Das ist immer, wenn eine neue Form, die Gnede eine neue Form kriegt, begreif doch das endlich. Mhm. Wird die bestehende Form zerstört, dasselbe passiert mit dir Geist. Du erlebst einen ständigen Wechsel deiner eigenen Informationen, das nur eine Umformung deines Geistes ist. Mhm. Jetzt, wenn ich spreche, in einem ständigen Wort sind andere Geräusche da. Mhm. Aber es passiert jetzt niemals in einer chronologischen Reihenfolge. Die ist natürlich sehr sinnvoll, wenn ich immer sage, ich kann mir Zeitfenster aufspannen. Mhm. Das merkst du ja schon, wenn du eine Buchseite anschaust. Eine Buchseite, die Worte, die du vor dir siehst auf einer Seite, das ist ein Zeitfenster. Mhm. Du kannst jetzt auf die Tastatur vom Computer schauen, dann siehst du einen Haufen Buchstaben gleichzeitig. Mhm. Jetzt versuch dir mal gleichzeitig auszusprechen. Q-W-E-R-T-Z-U-I. Du sprichst jeden Buchstaben jetzt, du machst jetzt aus jedem dieser Buchstaben, die alle jetzt da sind, jetzt ein Geräusch. Das ist diese Hierarchie. Das ist ein vollkommen neues Wissen, das ist so elementar wichtig. Und bevor du nicht dein altes Wissen opferst, wirst du dieses neue Wissen nie bekommen. Solange man sich immer so unheimlich wichtig nimmt. Ja. Als Person. Und das kommt spätestens, wenn irgendwas an deinen Körper kommt. Du wirst merken, wie dein Ego sich aufbäumt ohne Ende und sich versucht, am Leben zu halten. Das ist der eigentliche Satan, der Urteiler, der Scheider. Wenn du mal eine richtige geistige Reife hast, dann lässt du das einfach geschehen. Da ist keine Angst mehr da, glaub es mir. Ich weiß, wovon ich spreche. Nicht die geringste. Da fällt mir übrigens zum Toni Kienberger. Kien, chinesisch, der Berg. Da fällt mir eine schöne Geschichte einer Messner. Reinhold Messner, glaube ich, heißt er, ne? Messner. Messner. Der hat eine schöne Geschichte, mal ein Buch, der hat ja wirklich... Jetzt machen wir wieder eine Märchengeschichte, die ich vom Hörensagen kenne, in einem Interview... wo er sich dann sehr aufgeregt hat über diese Zukunftsängste und die Angst im Allgemeinen, dass er sagt, Leute, ich war schon sehr, sehr oft ganz, ganz neu am Tod, hier bei seinen Besteigungen, und er kann nur eins sagen, in dem Moment, wo es wirklich gefährlich wird, in dem Moment, wo es Kopf auf Spitz steht, hast du alles bloß keine Angst. Das ist seine eigene Lebenserfahrung. Solange du noch Angst hast, ist es noch nicht gefährlich. Ja. Das ist wie mit dem Schock, eine tiefe Weisheit, die man zuerst einmal selber erlebt haben muss. Erfahrung auto. Genau das ist es. Genau. Ich habe so oft erwähnt, jeder, der mal einen wirklich schweren Unfall hatte, mit einem Filmriss, vielleicht das im Koma gelegen ist, wenn der jetzt zurückblättert in seinem Buch, wird er feststellen, da ist nichts. Jeder, der sich einen Finger abgeschnitten hat oder in die Hand abgeschnitten hat, du bist sofort in einen Schockzustand. Das ist genau das, wenn es wirklich gefährlich ist, schaltet hier ein Automatismus ein, der dich komplett beschützt. Immer wieder den Geist selber. Das ist alles andere, was du dir denkst mit Empathie, das ich nicht oft genug erwähnen kann. Ihr müsst die Worte verstehen,
Wenn du das tiefer verstehen willst, die Empathie heißt mein Leid. Das heißt, der träumt ein einziger Satz. Der Einzige, der einen Traum erlebt, ist der Geist, der träumt. Die Figuren in einem Traum, die Gedanken als Ding an sich erleben überhaupt nichts. Du spielst letzten Endes mit dir selbst. Wohlgemerkt, ich rede jetzt zu dem, der mich jetzt sprechen hört, der mich jetzt ausdenkt. Ich bin nur eine Figur in deinem Traum. Mhm. Wenn ich jetzt tausendmal sage, ich bin schon so oft gestorben, wenn ich wiederkomme, kann ich nur wiedergeboren werden in irgendeinem Traum, als Figur in einem Traum. Ja. Du kriegst dann deine Möglichkeiten, wenn du dich als Geist auf einer höheren Ebene oder tieferen Ebene, jetzt können wir ja die Seiten wieder austauschen, was ich so oft erkläre, es ist halt einmal die Welt der Einseitigkeit. Ja. Da musst du doch leben, und zwar so lange, bis du dich vollkommen durchschaut hast. Ja. Es ist keine Frage von chronologischer Zeit. Wahrlich, ich sage dir, ein Tag ist wie 1000 Jahre und 1000 Jahre sind wie ein Tag. Habe ich übrigens einen Fehler gemacht, wo man aufpasst hat im Bleimfeld-Vortrag. Zitiere ich das nämlich und da sage ich Psalm 22. Das ist aber Psalm 90, Vers 4. Ich sage Psalm 22, Vers 4. Das ist in dem Psalm 22 kommt Eli, Lema Sabachthani. Leider wissen das, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Du wirst es normal übersetzt, hast eigentlich was ganz was anderes, sondern was genau übersetzt. Das ist übrigens dieser Jesus-Spruch am Kreuz, stammt eigentlich von dem Psalm. Aber ganz nebenbei, wenn man überprüft, kann man wieder sagen, hier sage ich noch dazu, glaube ich, war 22. Obwohl ich den ja schon so oft gebracht habe, den Vers. Ist immer die Frage, lässt man es durchrauschen oder beschäftigt man sich mit einer Facette etwas näher? Und das ist ein Akt von Reife. Darum ist es geht nicht um Chat, es geht nicht um die anderen Menschen, es geht nur, es dreht sich alles nur um dich. Dieses Ich, das ist aber, das ist sehr gefährlich, wenn du das einmal begreifst, wenn man die ersten Ansätze des Verstehens hat, dann zieht er das meistens durch und man bezieht dann das auf seine Person. Ich habe ja verstanden. Und das ist sehr, sehr trügerisch. Der versteht, ist niemals ein Gedanke. Dann wirst du als Mensch auch relativ einfach und normal bleiben, wenn du in Erscheinung trittst, jetzt auf unserer Traumebene in dieser Welt, in dieser virtuellen Welt, die zugegebenermaßen sehr, sehr echt aussieht. Ja. Aber jetzt ist wieder die Frage, was bedeutet echt? Echt ist acht. Das ist die weibliche Eins. Das ist das große Chat. Das ist dein Programm. Dein Wissen ist unendlich. Darum erwähne ich auch immer wieder alles, was du jetzt von dem Pixelmännchen Udo zu hören bekommst, von dem Lautsprecher zu hören bekommst, eventuell real auf deiner VR-Brille. Was ist real auf einer VR-Brille? Weil du in der Stufe der Vergessenheit bist. Es ist dein Wissen. Du träumst jetzt. Du träumst jetzt. Das ist die Wirklichkeit. Kann man übrigens hundertprozentig sicher überprüfen, wenn man meine Gedankengänge mitgeht. Ich kann nicht oft genug betonen, ich bin der Erste. Holofeeling erfordert nicht, dass du irgendetwas blind glaubst. Das erfordert die Religion. Ich sage nochmal, die kompletten religiösen Wesen als Ding an sich raumzeitlich gedacht sind vom Tisch, wenn du diesen Maßstab anlegst, dass du nur noch mit dem arbeitest, was du hier und jetzt überprüfen kannst. Und dann ist die Frage, ob es an Jesus gegeben hat oder an Abraham, stellt sich überhaupt nicht mehr. Dann kann ich auch fragen, gibt es ein Dornröschen oder ein Rumpelstilzchen? Habe ich aus das Buch heraus. Dann ist das ganze esoterische Geschwätz mit den Chakren weg, mit den Schwingungen, alles aus das Buch heraus, hat natürlich alles an Sinn. Ich betone immer wieder, aber nicht den Sinn, den deine Logik zurzeit meint, dass es bedeutet. Da musst du zuerst einmal das raumzeitliche Denken überwunden haben. Das hast du nicht überwunden, egal was, solange du noch glaubst, du bist der Gehirn oder solange du in dem Wahn lebst, dass du dich hundertprozentig sicher wähnst, ein Gedanke, den du jetzt denkst, dass der auch dann da außen existiert, wenn du ihn nicht denkst. Wenn du was nicht denkst, existiert es für dich nicht und du bist ein träumender Geist. Und dann bist du alleine. Das ist das größte Problem für die Menschen, mit diesem Alleinsein, erst einmal zurechtzukommen. Weil diese Spitze,
Wenn du den ersten Schritt machst zum Leser, man neigt dann immer noch dazu, es gibt doch noch andere Leser. Die anderen Leser sind schon wieder was Ausgedachtes. Das ist das im Griechischen mit den vielen verschiedenen Göttern. Das sind eigentlich bloß verschiedene Funktionen oder Fähigkeiten. Der Gott des Krieges, der Gott der Liebe, der Gott der Jagd, was auch immer. Das sind keine. Gott ist allumfassend, er ist heilig. Und einen spezialisierten Gott gibt es nicht. Das ist so relativ einfach erklärt. Kann ich mir natürlich denken, dann existiert ein spezieller Gott. Ein Gott der Sparkassen. Ein Gott des Geldes. Ein Gott der Medizin. Aber das ist, da habe ich nicht verstanden, wirklich, da bin ich so weit weg von dem einfachen Verstehen. Du musst verstehen. Und wenn du zu verstehen anfängst, wirst du merken, dass ganz langsam Figuren in deinem Traum auftauchen, die den Einschein machen, dass sie auch verstanden haben. Ja. Das ist aber, weil du ein Zentrumsspiegelchen bist in unserem Tetraedro und jetzt langsam deine eigene Erkenntnis rausspiegelst. Muss ich das nochmal wiederholen? Wenn ein Denker sich etwas denkt, dieser Gedanke kann nur von dem verändert werden, der sich den Gedanken denkt. Es wird niemals ein anderer Gedanke, den du dir denkst, diesen Gedanken, den du denkst, verändern können. Jetzt setze für das Wort Gedanke das Wort Mensch. Ja. Ein ausgedachter Mensch kann bloß von dem verändert werden, der sich den Menschen ausdenkt. Wenn du dir jetzt nochmal andere Menschen ausdenkst, die versuchen diesen Menschen, andere Gedanken ausdenkst, die versuchen diesen Gedanken, den du dir denkst, zu verändern und du willst es nicht, können die das nicht. Ja. Ja. Das muss man auf sich wirken lassen, das ist hundertprozentig sicher. Genau. Das ist der Wahn, den du siehst, der einseitigen Rechthaberei. Das, was ich euch sage, sind prophetische Worte. Ich habe schon gesagt, prophetische Worte, da gibt es ja nichts zu verändern. Werden passieren, ob du willst oder nicht. Das Sodom und Gomorra, das ich vor, jetzt mache ich ganz bewusst einen Sprung zurück. Anfang der 80er Jahre habe ich schon prophezeit, ihr werdet irgendwann einmal feststellen, dass dieses System, in dem du dich zurzeit hineindenkst, hineinträumst, natürlich kannst du dir das nicht raussuchen. Die Freiheit, habe ich immer gesagt, dass die, damals hat es ja noch die DDR gegeben, dass die in der DDR wesentlich freier sind und bei den Nazis im Nazireich in der Mitte der Hochphase der Nazis viel freier waren die Menschen, wie du jetzt unfrei bist. Die waren viel freier. Der erste Unterschied zu DDR, habe ich gesagt, die wussten, dass sie unfrei sind. Ihr lebt in dem Wahn, ihr seid frei. Allen voran die Elite. Ich sage immer, ich habe von dem Gift, das ihr versprüht, selbst genossen. Wenn ich jetzt in die Werbung reingehe oder was, weil die am meisten versuchen, Menschen zu manipulieren, man kann das an Universitäten studieren, Werbepsychologie, bloß irgendeinen Scheißdreck zu verkaufen, ob das der Sinn des Lebens wäre, immer mit dem Druckmittel Geld. Geld ist Gott, es ist wirklich so. Auch für dich. Ja. Zumindest für den, der du zu sein glaubst. Ja. Und da gibt es immer, wenn du liest, dass das ein Nichts ist, ein Nichts, das angebetet wird, der Hexenkessel, dieses unendlichen Aufbau, wir setzen auf Wachstum, diese unendliche Geistlosigkeit oder diese großen Fragen, ob rechts oder links richtig ist, diese einseitige Manipulation im Namen der Demokratie. Ich kann mich hier und jetzt als Brösel-Udo-Programm noch daran erinnern, wie ich abgesaut wurde und ich bin, wie ich darauf hingewiesen habe, was die Demokratie für eine Falle ist. Frisst Scheiße, Millionen von Fliegen können sich nicht an. Das wird jetzt immer mehr bewusst. Ja. Dass du merkst, selbst wenn ich mir jetzt welche ausdenke, die langsam zu begreifen anfangen, das ist ein absolutes Nichts im Vergleich zu der geistlosen Masse, die du dir ausdenkst. Es ist Sodom und Gomorra, Punkt. Und ich werde dafür sorgen, dass sich das auflöst. Ja. Zeit spielt in meinem Spiel keine Rolle. Der Ausweg aus dem Denken ist nicht, dass du irgendwas als Person tun könntest. Du musst dich erheben über den, der du zu sein glaubst. Du musst einfach nur der stille Beobachter, wenn der es geschehen lässt. Und du hältst dich aus dem großen Spiel der Welt einfach raus und spielst deine Rolle im kleinen Hintergrund. Ist natürlich schön, wenn man jetzt mittlerweile Rentner ist, weil man eben das Großteil dieses Buches durch hat. Es ist sehr problematisch, wenn man jünger ist. Und dann doch wieder nicht, wenn man besonders jung ist, weil das bleiben Figuren. Ja. Das ist, du musst diese ganzen Bücher im Bücherregal lesen. Wenn du heilig werden willst. Das große Geschenk besteht darin, dass du während des Spiels deiner Rolle in deinem Traum nicht vergisst, wer du bist. Das ist das, was ich dir jetzt mitteile. Ja.
Du darfst keine Sekunde, nicht einen Augenblick vergessen, wer du bist und was Gedanken sind. Ja. Dann ist diese ganze Reaktion immer wieder dieses Geschwätz, wo man schön sieht jetzt in dem Chat, nicht nur die Schwätzer selber, das kann auch geistreich sein, mir fällt jetzt wieder der Bezi ein. Mhm. Bezi ist auch nur ein Gedanke, wenn ich sage so oft, wenn ich Doni sage oder Feddings, die sind nicht besser, es sind Gedanken, ich kann sagen, ein Stein, ein Baum, aber ich muss irgendwie in deiner Sprache mit dir kommunizieren. Es geht immer um den Geist, wie weit hast du schon Verbindung mit mir und bist mit dem Denken eins. Mit mir meine ich jetzt natürlich nicht den Udo. Ja. Dann hört die rennen den Udo hinterher, die haben überhaupt keine Ahnung vom Leben vom Udo, der lässt keinen hinter sich herrennen. Ich habe früher immer gesagt, ich bin ein Andi-Guru-Guru. Genau. Mit Sicherheit der einzige Andi-Guru-Guru der Welt, den es gibt. Diese ganzen Schwätzer. Ich kann nicht verhindern, dass in mir welche auftauchen, die den Udo anbeten. Das ist aber ihr Problem. Ich schaue die dann bloß wie das Lamm an und sage, hast du denn gar nichts verstanden? Genau. Als Udo bin ich genauso ein Brösel in deinem Traum wie du selbst. Mhm. Lass uns den anbeten, der uns jetzt ausdenkt. Das bist du. Aber der ist auf einer anderen Ebene. Ja. Und der ist immer präsent da. Egal was ist, wenn ich euch jetzt was erkläre als Udo, zum Beispiel beim Film, wie ein Film gemacht worden ist, wie die technischen Tricks gemacht wurden, dann sind wir wieder raumzeitlich. Ich mache immer, lass uns wieder normal reden für Zeit. Ist nicht so anstrengend. Da ist mir jeden Moment bewusst, dass ich mir jetzt die Vergangenheit denke, ein logisches Erklärungsmodell klänge im materialistischen Sinne, innerhalb dieser materialistischen Logik, warum das jetzt so ist, wie du es jetzt siehst. Ja. Es ist aber nie was in der Vergangenheit gewesen. Mhm. Es ist das Umdrehen der Kausalität, dass du immer einfach das wirklich drehen musst, wenn die Naturwissenschaft in ihren Erklärungsmodellen meint, sie haben jetzt die unabhängig vom Menschen existierende Welt da außen, die schon vor dem Menschen da war. Ja. Analysiert und können jetzt mit Computermodellen das nachbilden, wie die funktioniert. Du musst das umdrehen. Du kannst doch nicht sagen, ein Film ist da, bevor die Datei da ist, aus der der Film entspringt. Genau. Das ist immer wieder dasselbe, wo ich sage, das Haus wird gebaut und wenn dann richtfest ist oder das Penthouse ist fertig, dann kommt der Architekt ins Spiel, der sich das aus, der ganz oben. Das ist so unendlich geistlos und dumm. Aber du kannst eben mit Gedanken nicht kommunizieren. Das ist der erste Lernprozess. Mhm. Und jede Figur ist ein Gedanke. Diesbezüglich kannst du nicht einmal mit Udo kommunizieren. Ja. Da ist nämlich eine Quelle in dir drin, dass der Udo immer so sein wird, wie du in dir ausdenkst. Und das hängt wiederum von deinem Programm ab. Wenn du jetzt den Udo ganz toll und klasse siehst, dann macht es dein Programm. Das ist aber wieder Sache, dass da eine relative Verbindung zu einer höheren Ebene ist. Das spielst du alleine. Der Sinn deines Lebens ist nicht, irgendwelche Figuren in einem Traum von irgendwas überzeugen zu müssen. Das würde ja wieder heißen, du willst von dir selbst ausgedachte Gedanken von irgendwas überzeugen. Begreif, lass das auf dich wirken. Das ist übrigens eine Sache, da weiß ich schon jetzt wieder raumzeitlich gesprochen, seit über 25 Jahren drauf hin, in Gesprächen. Man braucht diese Zeit, wo ich sage, wenn du dich nicht 20 Jahre intensiv mit dir selbst beschäftigst, sich mit Holofeeling beschäftigen, heißt sich mit dem beschäftigen, was man wirklich ist. Es ist ein ganz intimes, privates Spiel. Da gibt es nichts zum Eintreten, da gibt es auch keine Gruppen. Wir können uns zusammensetzen in dieser Traumwelt. Aber letztendlich wirst du feststellen, du bist auch dann dort, bevor du zu diesen Treffen gehst. Und du bist auch noch da, wenn sich die ganzen Brösel in dem Treffen wieder aufgelöst haben. Bis auf einen, der ist sehr hartnäckig. Jetzt sage ich wieder mein Tierchen gucken. Ein Tierchen kannst du rund um die Uhr beobachten. Das verfolgt dich in unterschiedlichen Formen vom Säugling bis zum Greis. Ja, vom Säugling, nicht vom Kleinkind, sagen wir mal, geht's los. Weil die Erinnerung an den Säugling, das ist schon wieder sehr vage. Mhm. Ist schon wieder ein Konstrukt. Kannst du dich daran erinnern? Nein. Das ist ein reines Konstrukt. Du magst dann immer wieder noch dazu, immer, wo komme ich her, wo kommt das her, wo kommt das her. Ja. Es muss ja aus der Vergangenheit kommen. Es kommt niemals was aus der Vergangenheit. Diese Evolution, das Herausrollen, schon das Wort selber sagt dir alles. Das Volumen heißt nicht Raum, sondern Rollen. Es ist ein Traum. Ja. Und jetzt, wenn man das hört, dann meint man, man muss wieder Gewissheit kriegen, indem man Bestätigung kriegt von irgendwelchen Figuren in seinem Traum. Wenn du wirkliches Selbstbewusstsein hast, dann legst du keinen Wert mehr drauf, dass dir irgendwer was bestätigt. Du kannst dir an deinem Wissen partizipieren lassen, was ich als Udo mache.
Und glaub mir, das ist ein Wissen, das überragt das Wissen deiner Menschheit um Welten, um geistige Welten, symbolisch gesprochen. Oder du bleibst einfach Ausschuss. Wie war das nochmal? Samen ist immer Überfluss. Das ist übrigens das hebräische Wort Samen. Wir können ja das hebraisieren. Wir können das nachschauen, was bedeutet eigentlich das auf Hebräisch. Können wir mal ganz kurz machen. Ich bin ja Atom, ich muss ja auch immer nachschauen. Müssen wir mal ganz kurz schauen, ob wir das finden. Das machen wir mal, wir hebraisieren einmal den Samen. Machen wir einfach mal S-M-N. Schauen wir mal, ob es das gibt mit einem Zain. Schau, wenn wir das mit einem Zain schreiben, mit einer 7, S-M-N, dann ist schon mal interessant, das ist Zeit. Das ist eins dieser vier Wörter für Zeit. Ich weise immer wieder darauf hin, im Hebräischen gibt es immer, das ist ein Einberufen, ein Vorladen und ein Zusammenbringen von etwas. Darum nennt man das eine festgesetzte Zeit. Das ist in einem gewissen Maß, ist es immer wieder ein Zeitpunkt, ein festgesetzter Zeitpunkt. Wir setzen jetzt irgendwas fest, wir treffen uns zum Beispiel am so und so viel da und da, was natürlich eigentlich schon wieder in die Kategorie 1 gehört. Denk an meine Frage und Antwort in Kategorie 1. Es muss dir klar sein, sobald du anfängst, dich für dich selbst zu interessieren, ist es definitiv, was bist du selbst? Ist jede Frage, die du stellst und du erwartest jetzt irgendeine Antwort in Bezug auf irgendwas Existierendes oder einen ausgedachten Zeitpunkt oder irgendeinen ausgedachten Ort, wird dir niemals die Frage beantworten, was bin ich selbst? Genau. Weil du etwas Nicht-Existierendes bist. Das heißt, wenn du wirklich irgendeinen Gegenstand oder irgendwas Ausgedachtes erwartest in der Erklärung, was bin ich selbst oder wo ist der entstanden oder wann ist der entstanden? Und ich verstreue jetzt diese Gedanken, ich erwarte jetzt irgendwas, was nicht unmittelbar hier und jetzt ist. Und es ist existieren, kann es nicht ich selbst sein. Es wird mir nie die Frage beantworten, was ich bin, ist. Das ist nochmal esoterisch, das rotgeschriebene Ich Bin auszudrücken. Das Wort Geist ist dasselbe Wort wie Ewigkeit, könnte ich sagen. Geist ist ewig. Ich kann das Wort Geist denken und das Wort Ewigkeit denken, aber Geist, das Wort Geist ist nicht Geist, so wie das Wort Nichts nicht Nichts ist und das Wort Alles nicht Alles ist und das Wort Ewigkeit nicht ewig ist, sondern bloß solange ich an Ewigkeit an das Wort denke. Damit steckt, ist eigentlich alles gesagt. Das heißt, die Fragen der Kategorie 1 kann man wegstreichen. Genau. Die Fragen der Kategorie 2 ist immer eine Frage, wo ich ein Ja oder Nein, ein richtig oder verkehrt erwarte. Das ist sowieso eine Selbstentheiligung, weil ich erwarte von einer komplexen Gedankenwelle, von dem Plus-Minus, wie ich das nenne, nur eine Seite als Antwort. Also gibt mir das nie eine Antwort über das heilige Ganze. Ist jetzt der Hengel rechts oder ist er links? Ich sage immer so gern, ist jetzt eine Welle eigentlich ein Berg oder ein Tal? Ja. Das sind Fragen der Kategorie 2. Du gehst immer daneben her. Was für politische Richtung ist richtig? Rechts oder links? Das beantwortet dir nicht, was Politik als Ganzes bedeutet. Genau. Heilige Politik urteilt nicht mehr in Rechte und Linke. Oder in Parteien. Ist jetzt eine Wohnung, eine Küche, ein Schlafzimmer oder ein Badezimmer? Ist jetzt eine Stadt, ein Haus oder eine Straße oder Straßenlaternen? Ja. Das sind solche Fragen, die eigentlich total, das leuchtet jetzt komischerweise jeden ein, was ihnen aber nicht einleuchtet, dass praktisch 99,99% aller Fragen im Prinzip genauso geistlos sind in Bezug auf das, worum es eigentlich gehen sollte. Ja. Okay. Schauen wir mal. Da haben wir jetzt die Saat, den Samen, das ist das hebräische Wort für Samen. Aha. Da wird es natürlich schon interessant, wir können ja immer zwei Erotiksen machen. Ne? Das Gebind mit SR, das heißt eine selektierte Berechnung. Eine selektierte Berechnung ist erst einmal fremd. Ja. Das ist das hebräische Wort für fremd. Ja. Ein anderer, fremd. Jetzt kann man natürlich da, schaut ihr mal, was da schon wieder ist, SDR raus, ein Strauß. SDR, wissen wir, heißt rot geschrieben das Geheimnis. Miss. Und aus haben wir wieder unser AOB, das Geheimnis der Schöpfung einer aufgespannten Polarität. Genau.
In dem Moment, wenn dir eine Gedankenwelle auftaucht, erscheint dir die letztendlich fremd, befremdend, ja, seltsam. Es ist nicht mehr heilig, obwohl es heilig ist, wenn wir das so nehmen. Ja. Hier haben wir natürlich die letzten zwei, das Ra dann dazu, und da wissen wir unser schönes Spiel, das ist das Böse, das sind immer die anderen. Ja. Absicht, wenn ich ab als Aufblühen nehme, heißt es, die aufblühende Sicht ist immer ein anderer. Sobald was in dir auftaucht, bis auf die kleine Ausnahme, die die Regel bestätigt, das ist das, was du selbst zu sein glaubst. Glaubst, ja. Ja, das Spiel muss man nicht wissen, das kann ich nicht oft genug sagen. Ja. Es ist eine Matrix, aber hat mit der Matrix, wie man in deiner Welt zurzeit beschreibt, überhaupt nichts zu tun. Es ist das, was ich auch hier in Filmen, die ich in dir auftauchen lasse, eventuell immer wieder zeige, diese extreme Hartnäckigkeit der Naturwissenschaft, der Bruch des zweiten Gebots. Ihr wisst, wie oft ich da immer wieder darauf hinweise. Solange du glaubst, die Bibel ist religiöses Geschwätz, das ist die Grundlage deiner Welt. Es ist ein Computerprogramm, ein extrem gezipptes und für mich von meiner Seite als Udo Brösel in deiner Welt jetzt extrem vereinfacht erklärt. Ja. Auch durchaus nachvollziehbar. Es gibt jetzt genügende Hand, eine etliche Handvoll Menschen, die ich mir ausdenke. Das heißt, Programme, die das den Geist, der mit dem Programm arbeitet, eigentlich schon ersichtlich macht. Weil immer daran denken, der Mensch, der du bist, der bist du nicht. Du bist der Geist, der in Verbindung mit diesem Programm, mit diesem Menschen, ist ein Konstrukt, Werte- und Interpretationsprogramm. Und wenn man jetzt mal wirklich neu als Geist zuhört, ich springe mal nochmal in unseren Bleinfeld-Vortrag rein, den letzten. Das ist so außergewöhnlich anders wie alles, was in deiner Welt existiert, wenn ich sage, du Geist wirst jetzt mit Geräuschen konfrontiert und diese Geräusche, sobald die in dir auftauchen, ich betone, die in dir auftauchen, es kommt niemals was von außen. Mach dir kein Bild von irgendwas da droben im Himmel oder da drunten auf der Erde. Heißt schlichtweg und einfach, mach dir kein Bild von irgendetwas von dort. DR außen. Jetzt haben wir wieder unser AOB. DR, die Öffnung einer Berechnung ist die Schöpfung einer aufgespannten Polarität. Droben heißt übrigens die Generation. DR ist ja die Öffnung einer Berechnung, ist O. Genau. Das ist eine polare Existenz, die aber ständig immer eigentlich letztendlich im Gleichgewicht Null ist. Ja. Wenn was auftaucht, verschwindet was. Wenn du was ausstößt, wird es herangezogen. Genau. Jetzt kannst du schon wieder Gedanken machen, wenn du sagst, ja, aber ich kann ja nicht gleichzeitig einatmen und ausatmen. Ich sage, das ist logisch, aber nicht besonders geistreich. Alles gleichzeitig. Komischerweise sagst du aber dann wieder bei deinem Konstruktprogramm Erde, dass also hier, es kann doch nicht gleichzeitig hell oder dunkel sein. Jetzt erhebe dich doch einmal und schau dir dieses Erde, die von der Sonne angestrahlt wird, ausgedachterweise an und dann wirst du feststellen, es ist gleichzeitig. Mit dann Ein- und Ausatmen ist es nicht anders. Habe ich auch schon erklärt, gibt es auch ein Erklärungsmodell dafür. Es ist auch nichts verkehrt gelaufen, weil das zurzeit so ist. Das ist, wir brauchen ja, die absolute Einheit braucht eine Vielheit. Ich sage, das Nichts braucht ein Alles. Ja. Das Nichts ist nicht denkbar, außer das Wort Nichts. Das ist aber nicht nichts. Das Alles ist auch nicht denkbar. Genau. Und alles ist nicht alles. Und jetzt wirst du begreifen, dass egal welcher Gedanke in dir auftaucht, du zerstörst die Hälfte alles, wenn du einen Gedanken nicht mehr haben willst. Weil egal was du denkst, das gehört zu alles. Ja. Dieses heilige Ganze besteht aus dem Nichts und des Alles. Jetzt können wir mal wieder sagen, um das zu wiederholen, diese Creatio ex nihilo, die Schöpfung aus dem Nichts, da musst du wieder wissen, sobald wir uns nichts denken, müssen zwei Nichts da sein. Das heißt, das Etwas, das auftaucht, erzeugt im selben Moment das Nichts. Der Wasserberg erzeugt ein Wellental. Was ist das Tal als Ding an sich? Nichts. Also muss ich das da mal wissen, da ist ein Nichts, das mit dem Etwas entsteht, als Hintergrund, und ein Nichts, aus dem das entspringt. Das wäre jetzt gedacht die Nulllinie, die natürlich jetzt auch schon wieder etwas ist. Ja, ja. Wenn ich an Nulllinie denke, muss etwas da sein, was nicht mehr die Nulllinie ist. Ist oberhalb und unterhalb, auch wenn ich mir das noch als ein weißes Blatt Papier denke.
Ja. Weil die Nulllinie teilt halt unser weißes Blatt Papier in ein Oberhalb und Unterhalb. Ja. Das ist ein Prinzip, das man mal verstanden hat. Das ist jetzt ganz einfach die Technik im Hintergrund. Aber was nützt es den normalen Menschen, der ums Überleben kämpft, der voller Wünsche ist, der meint, ich brauche dieses und jenes, der meint, es in irgendeiner Form frei und giert nach so vielen Sachen, die sowas für unnötig sind, die er gar nicht haben wollte, wenn er es nicht auf seinem Programm hätte. Ich erinnere ganz kurz hier vor fast 20 Jahren an mein Zungenpiercing-Beispiel. Ja. Von dem kleinen Mädchen. Erkläre ich nicht nur mal Insider-Wissen den Trick. Das komischerweise etwas, was das Kind unbedingt haben will, zum Streiten anfängt mit den Eltern, zum Schmollen anfängt mit den Eltern, weil es mit Gewalt was haben will, was das Umfeld da vorschreibt, wo es dazugehören will, das komischerweise, wenn diese Umwelt nicht da ist, der Vater sagt, ich lasse dir Zungenpiercing, Eisen durch die Zunge schießen, macht es ein Riesentheater um Himmels Willen. Ja. So ein einfaches Beispiel. Der geistlose Mensch hört es, das Programm kann das auch irgendwie nachvollziehen, aber was ich eigentlich mitteile, kriegt ihr gar nicht mit. Mhm. Ihr Depp, könnte ich jetzt sagen, in euer Geistesfunken fahren. Mhm. Weißt du, wie viel Prozent deines ganzen Begehrens an Gegenständen auf demselben Mist gewachsen ist? Mhm. Ja. Oder meinst, ohne das geht es ja nicht mehr. Ob das Computer sind, die Computer, der einzige Sinn des Computers, der wirkliche Sinn in der Schöpfung ist, dass du begreifst, wie du funktionierst. Mhm. Computermetapher ist unheimlich wichtig, wenn du die vergisst. Das ist der einzige Sinn und nicht, dass da außen irgendwie was funktioniert in die Büros und dass die weniger Arbeit haben. Mhm. Musst du mal jetzt durch eine Stadt gehen in deiner Traumwelt und dann schaust du dir die Leute an, wie die an die Handys hängen. Ja. Den Kindern in der Schule die Handys weg. Ja. Es sind alles legalisierte Drogen. Ich predige jetzt aber nicht irgendwelche Illuminaten, die das gemacht haben. Du magst das. Ja. Du kannst das als träumender Geist nicht raussuchen. Genau. Hör auf, irgendjemandem die Schuld für irgendwas zu geben, du entmachtest dich, du entgeistigst dich. Arbeite langsam dran an diesen kleinen Satz, wenn du ich werden willst, ich nehme alle Schuld auf mich. Ich nehme alle Schuld sowieso auf mich, zumindest von meiner Traumwelt. Ja. Ja. Man zieht sich dann einfach in den Hintergrund und es sickert dann auch immer mehr rein, du wirst immer mehr Seelenfrieden, wie man das so schön nennt, kriegst, im Angesicht dieses heilige Zentrum, das Auge des Zyklopen, wie man das nennt, im Wirbelsturm, wir in Gott. In Gott, ja. Der Sturm ist ja wild, ungeordnet, obwohl es dann doch wieder geordnet ist. Ja. Ordnung ist wieder eine Sache, eine Definition des Betrachters. Chaos. Immer wieder meine schöne Ordnung, des Chaos ist die absolute Ordnung. Genau. Da sind zumindest die Arithmetiker sind soweit, ich sage jetzt ganz bewusst, die Arithmetiker sind soweit, dass sie das erkannt haben, dass die größte Ordnung sich im Chaos befindet. Das ist bloß eine höhere Ordnung. Mir fällt da mal eine kleine Geschichte ein, wo ich hier in Wien im Hinterland spazieren gegangen bin mit einem Bekannten von mir, wie ich in Wien war. Das ist fast wie Urwald schon gewesen. Und im Tag drauf hat er mir dann hier einen Schlossgarten gezeigt in Wien. Und dann sagt er, der hat nämlich in London studiert. Der hat maßgeblich damals in London mitgearbeitet bei der Entwicklung des CD-Players. Aha. Und er sagt dann, ihm gefällt es, diese englischen Gärten, er findet es so klasse, wenn die Hecken und alles so schön geschnitten sind, dass diese Ordnung begeistert ihn. Und dann sage ich, mit ihm bin ich im Tag vorher, waren wir hier, wenn mehr oder weniger in der Wildnis, und da habe ich gesagt, ich finde es, das ist das absolute, die totale Unordnung. Da schaut er mich an, aber ich sage, das ist eine Sache des Verstandes. Mhm. Wenn du durch einen Urwald gehst, wirst du konfrontiert mit einer unendlichen Symbiose zwischen Flora und Fauna, einer unendlich komplexen göttlichen Ordnung. Ja. Wenn du jetzt durch so einen schönen Park läufst, dann hat irgendein Kleingeist, hat jetzt, weil er diese Komplexität nicht backen kann und es zwangsläufig als Unordnung ansieht, hat hier ganz geometrische Linien, schöne viereckige Hecken reingeschnitten, kugelförmige Bäumchen und so weiter und so fort. Schön alles abgegrenzt, sauber, keine Kanten, keine Enken, kein Ausgefrantel wie bei normalen Bäumen. Und du sagst jetzt, das ist schön, das ist Ordnung. Ganz nebenbei, Ordnung heißt Kosmos. Das griechische Wort Kosmos heißt Ordnung. Und dieser schön geordnete Kosmos mit den Sternen und den Planeten, die sich drumherum drehen, das ist nichts anderes wie dieser Garten im Schloss Schönbrunn. Ja.
Es ist für mich ein absolutes Entheiligen meiner wirklichen göttlichen Ordnung, wo ein Kleingeist einfach nicht fassen kann, weil er zu klein ist. Das müsst ihr auch nicht fassen. Ihr wächst doch von alleine. Genau. Geistliches Wachstum erfordert aber ständige Gestaltveränderung. Ein ständiges, das Moderne muss modern, dass wieder was Modernes auftaucht. Und das ist halt einmal diese Modulation deiner Informationen. Das ist eine Formung, eine Ausformung. Die kann immer komplexer werden. Wobei die Komplexität nicht mehr als Komplexität empfunden wird, wenn du Chatdenken hast. Du musst dir das halt in Kleinigkeiten aneignen. Da muss man lernen. Und lernen ist die größte Freude, die der Mensch überhaupt hat. Das schönste Gefühl ist, lernen zu dürfen. Aber es macht nur Spaß, wenn es dich interessiert. Darum sag, versteif dich auf das, was dich interessiert. Und dann wirst du irgendwann nochmal mitkriegen, dass du so viele Sachen lernst, als kleine Zwischenstufen, dass dann wieder alles hinfällig ist, dass du wieder vergessen kannst. Aber es ist trotzdem in dieser Entwicklungsphase wichtig. Das ist gerade, wenn jetzt du dich zum Beispiel mit Computerprogrammen, mit Programmieren die letzten 30, 40 Jahre beschäftigst. Die ersten Basic-Programme, wenn man mal selber Basic-Programme geschrieben hat, das ist so simpel, das klingt für einen, der es nicht interessiert, ist das ganz kryptisch, aber Basic-Programm schreiben ist wirklich ganz, ganz leicht. Das ist so leicht wie Schachspielen lernen. Dann kann man damit rumspielen. Und man weiß, dass also diese ganz primitive Grundlage natürlich nichts mehr zu tun hat jetzt mit dem, was jetzt passiert, ausgedachterweise. Aber da kann ich immer wieder darauf hinweisen, dass die sogenannten wirklichen Fachleute sind sehr, sehr rar gesät, weil es nur noch Spezialisierungen gibt. Fange ich nicht nochmal an. Gibt es genügend Selbstgespräche, wo ich darauf eingehe, bei Computerspiele programmieren. Die Leute, die hier Programmierer sind, die benutzen Programme, mit denen man spezielle Sachen macht. Also da gibt es dann Programme, mit denen man Programme schreibt, spezielle Programme, mit denen man dann wieder andere Programme schreibt. Das baut schon aufeinander auf, weil der Hintergrund extrem komplex ist. Aber letztendlich ist das Wissen dann doch wieder nur eine Definition von dem, der sich's ausdenkt. Das ist wie wenn man sagen, ich denke mit so einem Physikprofessor aus mit Nobelpreis, der hat da so viel Ahnung. den du dir jetzt denkst, der hat viel Ahnung. Und jetzt erinnert euch, was ich gesagt habe. Wie viele Menschen denkst du dir aus, Mediziner, Wissenschaftler, Theologen, den Udo, wo du sagst, der hat ja so viel Ahnung. Kann einer, ein ausgedachter Mensch, der von jemandem ausgedacht wird, der keine Ahnung hat, kann der eigentlich bestimmen, ob er eine Ahnung hat oder keine Ahnung hat? Wenn er göttlich ist, schon. Ja. Aber normalerweise, wenn du jetzt nur, weil der einen Titel hat oder was, wenn er in dir auftaucht, wenn du unbewusst bist, ist es nicht so. Ich sage immer wieder, um die Qualität jetzt in dieser unteren Ebene dieser Traumwelt, dieser virtuellen Welt, um die Qualität eines Fachmanns schätzen zu können, bewerten zu können, muss ich von dem Fachgebiet zumindest eine rudimentäre Ahnung haben. Ja, genau. Ich sage dann immer wieder, wenn jetzt hier meinetwegen irgendein Programmierer von einem anderen Programmierer trifft und die unterhalten sich, dann merkt der eine sofort, ob der andere Ahnung hat oder keine Ahnung hat. Ich sage immer, du merkst sogar, ob der mehr Ahnung hat wie du oder nicht. Du musst es ja nicht anmerken lassen. Dann kann man sehr wohl, wenn so einfach nicken daneben dort sitzen, wenn der Sachen raushaut. Aber das, selbst das merkt man, wenn man Geist ist. Ja. Was aber überhaupt nicht funktioniert, wenn du irgendjemand eine Ahnung zusprichst, bloß weil er einen Titel hat, sieh jetzt unseren Läscher an. Das wird dir immer bewusster. Genau. Dass das nur Schwämmchen sind. Das sind Schwamminhalten in Schwamminhalten. Und dir muss eins klar sein, zu allen Zeiten, die wir uns jetzt bewusst ausdenken. Es ist ein reines Programmiertwerden. Wie oft habe ich erzählt, wenn du dich jetzt an einen Computer hinsetzt und du gibst in den Computer Daten ein, der kann sich nicht dagegen wehren, oder gewisse Software ein, dann wird er mit den Daten und der Software gewisse Vorstellungen erzeugen. Das hat aber nichts mit Lernen zu tun, weil du kannst an einer ausgedachten Maschine nichts lernen. Setze sie jetzt für Computer, Mensch und für diesen Chip, für das Programm, setze Gehirn. Ja. Was ist jetzt bewusst raumzeitlich gedacht mit jedem normalen Menschen in Elternhaus und Schule passiert? Er wurde programmiert und er erzeugt mit diesen Programmen Vorstellungen. Das ist alles Geschwätz vom Zweiten. Ob das religiöses Geschwätz ist, ob das esoterisches Geschwätz ist, es spielt keine Rolle. Dein ganzes Wissen ist auf demselben Mist gewachsen. Ja. Und du Feeling öffnet dir jetzt die Tür in einen vollkommen neuen Bereich. Das Schöne ist, dass ich das damals auch, jede Art von Wissen ist wichtig.
Mein Vorschlag der Verbesserung ist nicht, dass du irgendein Wissen, das du weißt oder noch nicht weißt, dass das nicht wichtig wäre. Es geht um die Vervollkommnung. Es ist nämlich unheimlich wichtig, dass wenn du das bewusst werden willst, was du schon immer bist, schon immer warst, dieser Weg zurück in die Bewusstheit, die du ja, ich könnte jetzt nochmal so mehr oder weniger freiwillig aufgegeben hast, um dich als den erleben zu können, der du jetzt ein Leben lang zu sein geglaubt hast. Das ist das Erleben eines ganz, ganz bestimmten Charakters. Abi. Das hebräische Wort für Charakter. Ja. Ich erwähne es so oft. Ich stelle es extra nochmal rein. API. Das ist das hebräische Wort für Charakter. Ist hochinteressant, wenn wir jetzt da runterfahren, das heißt nämlich die Schöpfung, das Wissen intellektuell. Ich könnte es mal einfach machen, das schöpferische Wissen deines Intellekts. API. Wenn du rot werden willst, dann bist du der geistige Schöpfer, die absolute Weisheit, und dann wirst du göttlich. Dann bist du ein Gott. Dann arbeitest du nicht aber bloß mit einem Intellekt. Dann wirst du nicht sagen, der Mensch bin ich. Das heißt, der, das Programm bin ich und alle anderen Programme bin ich nicht. Jetzt ist nicht die Frage, mein Zorn, mein Groll, mein Ärger, meine Wut. Das klingt jetzt alles so negativ, bis ich mir die Zeichen anschaue. Doppelt aufgespannte Erscheinung. Genau. Der Geist fängt an zu rollen. Evolution, Revolution, Evolution, Revolution. Ich muss das hebraisieren. Ich komme, das ist immer wieder, wenn ich sage, der Krug geht so lange zum Brunnen, bis er bricht, geht es nicht um einen Krug. Die Worte bedeuten was ganz was anderes. Ihr seid immer noch auf der Oberfläche. Da gibt es eine Metaebene im Hintergrund. Ja. Die muss dich jetzt noch gar noch nicht interessieren, weil du wirst nicht lernen, wenn du meinst, mit Kaufmannsding, das musst du jetzt lernen, um frei zu werden. Du musst erst einmal in die Ruhe kommen und dir jeden Moment bewusst machen, das, was du jetzt erlebst, spielt sich in deinem roten Kopf ab. Beroschet. Inmitten dieses Kopfes werden Himmel und Erde erschaffen. Und dann muss ich noch jetzt das Himmel hebraisieren und die Erde hebraisieren. Erde ist erwecktes Wissen. Erde ist erwecktes Wissen hebraisiert. Ja. Dein erwecktes Wissen wird in dir selbst erschaffen. Ja, und der Himmel kann man HM machen, das ist ja schon mal das Meer, unser symbolisches für LHM. Das ML kann ich jetzt einmal blau machen, dann mache ich von aufgehobenen Gedankenwellen das Joch. Genau. Ich kann nicht von Gott, das mehr von Gott reden, ist die eine Seite, und das erweckte Wissen ist die andere Seite. Das ist kein religiöses Geschwätz. Das ist einfach, entscheide dich oder lass es sein. Es ist ungefähr so, wie wenn jetzt in Doni, wenn ich jetzt nehme, wie viele Samenfädchen mir, wenn man das jetzt einmal rein naturwissenschaftlich hochrechnen, ganz grob, wie viele Samenpferdchen er im Laufe seines Lebens ausgestoßen hat. Und letztendlich sind zwei, mindestens wissen wir bloß vor zwei was. Du auch, ne? Schätze ich. Und alle anderen, das ist der Samen, der Bollenfluch, wenn dich die Nase juckt. Das ist übrigens unser Abi ist ab. Abi Nase. Da kriegst du ja die Samenpferdchen rein. Das ist, wie viel werden da was? Und genauso ist es mit ausgedachten Menschen, mit Programmen. Ein unendlicher Überfluss, und das ist die große Masse, ist einfach nur Filmmaterial. Der Hintergrund für die Einheit ist immer die Vielheit. Ja. Das Wort Einheit lässt sich ganz einfach beschreiben. Du musst irgendwann einmal erkennen, das bist du selbst. Du kannst es rennen und wenden, wie du willst. Da ist einer, der ist immer. Ja. Egal, wer du jetzt zu sein glaubst, der wach wird, und dann schon sagt, ich bin wach und denkt schon wieder an seinen Körper, der sich andere ausdenkt, andere Körper ausdenkt und sagt, das bin ich nicht. Wer schaut sich das an? Genau. Da wird dir jetzt irgendwann einmal bewusst, wie unendlich geistlos Religion und allen voran die Naturwissenschaft macht, das ja die größte und die dogmatischste Religion überhaupt ist. Ich verweise nochmal auf, ich bin nur ganz am Anfang. Ich sage, du wirst erkennen, es gibt in deiner jetzigen Traumwelt, in die ich dich hineingesetzt habe, bloß eine Weltreligion, und die heißt Naturwissenschaft. Mit raumzeitlichen, unbewussten raumzeitlichen Denken. Du wirst keinen Moslem finden, keinen Juden finden, keinen Christen finden, der nicht glaubt, dass er ein sterblicher Trockennaussafe ist. Das ist aber der Glaube der Naturwissenschaft. Ja. Der nicht glaubt, dass es eine Vergangenheit gegeben hat, bevor es ihn gegeben hat.
Das ist Naturwissenschaft. Das ist alles unheimlich logisch, wenn du mit dieser Logik arbeitest. Aber die Logik bringt dich ins Grab. Ich kann jetzt dir wieder sagen, du wirst von deinem Tod so viel mitbekommen wie von deiner Geburt. Mhm. Weil das, was du bist, wurde niemals geboren und es wird auch niemals sterben, obwohl es dann doch immer SD-Erben macht. Ja. Von Augenblick zu Augenblick. Okay. Genau. Jetzt kommen die wirklich alten heiligen Schriften, wenn man die richtig übersetzt. Der Bader Dödel, wo ich so oft gesagt habe, wenn du ein Meister des ewigen Lebens geworden bist, wirst du von Augenblick zu Augenblick SD-Erben. Da steckt das Erben schon drin. Mhm. Das sind die raumzeitigen Erscheinungen, die abtrünnigen. Wir können auch wieder unser SDR setzen, rot. Dann haben wir das Geheimnis von Ben, das Geheimnis des Sohns. Das heißt Sterben. Ja. Mhm. Schau noch, SDR heißt das Geheimnis und Ben heißt Sohn. Wir können auch sagen, das Geheimnis der Balan-Existenz. Mhm. Das ist aber wieder der Adam. Der Denker und Ausgedachtes gleichzeitig ist. Oder Jahwe. Ja. Das kleine J mit dem HWH hin dran, mit seiner eigenen Gegenwart, die sich ständig verändert. Mhm. Das sind natürlich für einen, der jetzt diese Grundradix, wird er nicht im Kopf hat, ist ja schon wieder ein Buch mit 7 Siegeln. Mhm. Aber was soll's. Genau. Unkraut kommt und Unkraut vergeht. Ja. Lass mal es gut sein. Ja. Die Symbolik des Traums, das du wieder eben natürlich wachgerufen hast in mir Geist. Ich mache das Fenster auf, sitzt ein ganz entzückender Hase in der großen Wiese, ganz ruhig, knappert, sage ich, guten Morgen, Tagtraum. Genau so ist es. Das ist, das Leben wird leichter, wenn man das, müsst ihr nachschauen hier, der Lutz hat ja schön beschrieben, jetzt wo er ins Krankenhaus kommt und er sagt, er stellt immer mehr fest mit dem bisschen rudimentären Wissen der Vordersprache, wo er hat, dass die Welt spricht zu dir aus allen Ecken und Enden, mit jedem Schild, mit jeder Kleinigkeit, mit jedem Nummernschild. Man hat eine Phase, wo man dann alles immer nur übersetzt. Das legt sich aber auch mit der Zeit, vor allem umso mehr man begreift, dass das Erste, was an den Sinn kommt, wenn man jetzt anfängt mit der Vordersprache zu finden, dass man, wenn die Grundlagen nicht nachschauen muss, dass das natürlich immer nur ein kleiner Auszug ist, weil wir ja so viele Möglichkeiten haben. Das ist halt eine unendliche Komplexität, aber das ist die Ordnung. Und in dem Moment, wo ich weiß, dass ich eingebettet bin in eine göttliche Ordnung, ich benutze jetzt einmal einfach das Wort göttlich, heilig, kann auch das Wort heilig nehmen. Heilig heißt einfach ganz, ganzheitlich. Ja. Und die Divisionen, die Teilungen, die Öffnungen unseres Intellekts erzeugt in dir selber Visionen, abhängig von den DI. Darum ist ja das DI allein, heißt jetzt erst einmal nur genug. Eine genügende Menge. Mhm. Mach erst einmal ein kleines Häppchen. Fress dich nicht so arg voll an deren unendlichen Vielfalt. Ja, ja. Konzentrier dich auf eins. Ja, ja. Mhm. Dein Wissen, das du zur Zeit zu durchschauen hast, ist wirklich genug. Da tut man sich eh hat genug, weil das Ego sich immer wieder aufbäumt. Das Recht haben wollen, das beleidigt sein. Selbst wenn man meint, man hat was erkannt und kritisiert an anderen, ist immer noch der Vergleich mit einem einseitigen Ideal. Darum ist das sehr lehrreich mit unserem Chat. Ja. Und du wirst merken, es ist wie ein Tier, das dich treibt und das im Mund nicht halten kann. Dieser schöne Satz, einfach mal die Fresse halten. Mhm. Das nützt aber nichts wieder Ron, wenn ich den 1000-mal hinschreibe. Er ist ja der, der das Gebot am meisten bricht. Mhm. Eine gewisse Selbstdisziplin im Hintergrund bleiben. Und dann doch sich auch eventuell mal einbringen mit was Geistreichen oder mit was Lustigen. Lachen hebt uns über alle Abgründe hinweg. Das war, wie Bezi immer in eigener Wortdefinition, wie der Bezi seinen Schreibdurchfall gehabt hat. Ja, ja, ja. Aber der war zumindest immer extrem humorvoll und geistreich. Genau. Und nicht nervig. Weißt du, auch bei dem Ugur, wo er da seine Probleme mit den Eltern beschreibt hat, wo das los, wenn er das einmal macht, ist es ganz gut, aber wenn er dann den Chat vereinnahmt, als wenn sich alles nur um den Ugur dreht, es dreht sich um den Geist, der sich's ausdenkt, aber nicht um irgendeine Figur, dann sitzt du sowieso in einem Gefängnis. Genau, das Hamster. Dann wird es Person, dann nimmt man sich unheimlich wichtig. Genau. Da kann man dann nicht mehr raus. Das, was wichtig ist, ist wie ich. Ich sage mal, wie ich dich ist. Das ist wie ich, meine ich aber nicht den Udo. Das ist es. Die Botschaft ist wichtig, die ich dir mitteile, nicht der Wegweiser. Ja. Steht schon ganz in, ich bin nur ganz vorne. Mein Menschensohn ist bloß ein Wegweiser. Ja. Der ist schon wieder weg, wenn du die Richtung weiterfährst. Ich werde dann immer wieder auftauchen. Ja. Einer meiner leichtesten Übungen.
Aber nicht stehen bleiben und den Wegweiser anbieten. Das bringt dich nicht weiter. Ja. Da hat das Christentum viel zu lernen mit ihrem Kreuz. Du sollst dir kein Bild von Gott machen. Was machen die? Damit ist das eigentlich schon alles vom Tisch, wenn du eine eigene Meinung hast. Ja, da wärst du schon wieder unlogisch, wenn ein Theologe irgendwas daher sagt, was er auswendig gelernt hat von den Köln. Es geht nur um Macht und Geld, egal ob das Religionen sind, ob das christliche, jüdische Organisationen, Religionen sind, diese Untersysteme. Es wird im Der jüdische Glaube ist genauso zersprungen und allen voran hier die Moslems. Der Koran ist vollkommen okay, da könnt ihr euch rein interpretieren, was ihr wollt. Die Schwierigkeit sind immer die einseitigen Auslegungen. Mhm. Ja. Hat jetzt der Papst Recht gehabt oder der Luther Recht gehabt? Du wirst dann immer wissen, es ist so ganz einfach, ob es ums Geld geht. Ja, genau. Ja. Dann kann man sogar das wegmachen mit Zins und Zinseszins, obwohl das eine Todsünde ist. Da zieht sich jeder sein kleines Bündelchen raus, aber immer nur das, was der Meister sein Lehrling gesagt hat. Das ist das Problem des Schwamminhalts. Jetzt nimmt man einen Computer, was soll dir ein Computer logischer erscheinen wie seine eigene Logik? Es kann ihm doch nur seine eigene Logik. Das erste Programm, das du bekommst, das ist der Vergleichsmaßstab für alles, was neu in dir auftaucht. Meine Sache mit Basic und Windows. Ja. Also Kindergarten-Programmiersprache mit einer jetzig zeitaktuell, ist natürlich jeder Moment ist zeitaktuell. Die Frage ist wieder, wann hörst du das Video an? Jetzt können wir uns einmal gedanklich, zeitlich gesprochen, hören wir uns das einmal in 20 Jahren an. Mhm. Du musst dir keine Gedanken machen, du hörst dir kein Video in 20 Jahren mehr an. Wahrscheinlich. Weil du dir in der Zukunft gar nichts anhören kannst. Eben, das ist. Wenn du es anhörst, hörst du es jetzt an. Jetzt. Habe ich euch jetzt Angst gemacht, euch zwei alten Brösel? Nein. Es hat alles seine Zeit, Toni. Es hat alles seine Zeit. Und das Loslassen, die Kunst des Loslassens. Immer dran denken, alter Spruch vom Udo, wenn man loslässt, hat man zwei Hände frei, um was Neues zu machen. Ja. Und wenn du festhältst, funktioniert es halt nicht. Nein. Okay, ihr zwei. Wir lieben dich. Danke, danke. Udo. Danke, danke. Dem Brösel danken, dass er uns ausgedacht hat. Ja, genau. Also was wären wir ohne den, der uns ausdenkt? Das ist es. Danke.